Ja, danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, Hohes Haus, werte Zuseher. Ja, wir diskutieren heute das, was sehr, sehr viele Frauen kennen werden, den Mutter-Kind-Pass. Ich habe einen mitgenommen von meiner Mitarbeiterin. Da steht drauf Mutter und drunter steht Kind. Eine Geschichte, die jetzt über Jahrzehnte super funktioniert hat, was man auch zugestehen muss, ein Erfolg einer damals auch großartigen Partei der Sozialdemokratie, mit Betonung auf damals, muss ich auch sagen, wo ganz, ganz tolle auch Politikerinnen waren, die im Sinne der Frauen in Österreich hier einen Meilenstein gesetzt haben. So, der Mutter-Kind-Pass. Jetzt diskutieren wir den Eltern-Kind-Pass. Sie streichen die Mutter runter und schreiben Eltern drauf. Jetzt sollte man vielleicht noch einmal erklären, für was wurde dieser Mutter-Kind-Pass entwickelt. Zum Schutz der Mutter, der Frauen, der Mutter und des Kindes in der Gesundheitsvorsorge. Und das hat super funktioniert. Jetzt schreiben Sie Eltern-Kind-Pass rauf. Jetzt wäre meine erste Frage an die Frau Kollegin Nessler. Frau Kollegin Nessler, haben die Väter dann auch Untersuchungen? Sind Väter? Gibt es Väteruntersuchungen? Ja. Liebe Zuschauer, das war jetzt die Fragestellung an die Grünen, ob die Väter jetzt auch Gesundheitsuntersuchungen haben. Haben sie natürlich nicht, geschätzte Väter, aber sie werden jetzt auch verstehen, wir hatten die Diskussion vor einem Monat schon hier im Plenum. Und das hat bei mir auf meinen Social-Media-Kanälen ein riesiges Echo ausgelöst. Und ich fasse es zusammen. Frau Kollegin Pfurtscheller von der ehemals ÖVP und von den Grünen. Die Zusammenfassung der Rückmeldung der Frauen, die mir geschrieben haben, ist, die haben einen Schuss, schreiben die. Ich weiß nicht, ob das ein Ordnungsruf ist, aber das war die Kurzversion. An Sie beide, ihr habt einen Schuss, haben mir die Frauen geschrieben. So, das will ich nur darauf hinweisen. Und jetzt noch einmal, wenn die Frau Kollegin Heinisch-Hossek, die eine sehr, sehr kompetente Abgeordnete ist, das wissen wir alle, das hier zerreißt, dann solltet ihr mal nachdenken anfangen. Weil ich glaube, dass wir da schon Differenzen haben, grundsätzlich, aber da sind wir einer Meinung. Und eben, das ist ja das, was ich so verwerflich finde, wenn sich da wer rausstellt von euch und sagt, ihr habt diese Einsprüche und diese Stellungnahmen eingearbeitet, ist es schlichtweg eine Unwahrheit. Lüge sage ich nicht, eine Unwahrheit. Ich habe sie mit, man kann sich sie anschauen elektronisch. Ich habe da nichts eingearbeitet, gar nichts. Alle Bedenken, und ich sage es noch einmal, die kommen ja nicht von uns, die kommen von der Rechtsanwälte für Grundrechte, von der Datenschutzbehörde. Und die stellen ganz eindeutig fest, das, was ihr vorhabt, ist einfach schlichtweg ein Murks. Und ich habe es letztes Monat schon gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen oder wir haben nichts dagegen, wenn Sie zusätzlich ein Modul anbieten für jene, die es wollen, eine App, elektronische App, wenn das jemand haben will. Aber das, was Sie machen, das kübeln Sie, das kommt jetzt in den Mistkorb und es gibt nur mehr Elektronik. Vollkommen Elektronik und eine Abhängigkeit und Kontrolle von Müttern. Das schafft sie hier an. Und das halte ich schlichtweg für einen Wahnsinn. Das ist unbeschreiblich. Und warum passiert das? Also es ist ja vollkommen egal, ob diese Daten eben 30 Jahre werden die aufbewahrt. Und ihr sagt, die Datensicherheit garantiert sie. Ja, Pustekuchen. Wer garantiert Datensicherheit? So, alle sensiblen Daten, wie die Kollegin eh schon gesagt hat, sind natürlich nicht sicher. So, aber was ist der Hintergrund? Euch geht es ja nicht um die Sicherheit der Kinder oder der Mütter. Euch geht es um ein ideologisches Projekt. Und da spielt ihr als ÖVP, als christlich-soziale Partei, ehemalige Familienpartei, spielt ihr mit. Ihr streicht den Begriff Mutter und nehmt einen neutralen Begriff, weil ihr das nicht mehr haben wollt. Das Weltbild Mutter, Vater, Kind wollt ihr nicht mehr von der ÖVP. Das erklärt es einmal draußen euren Noch-Wählern, die es noch habt. Das erklärt es ihnen einmal. Die Mutter streicht die ÖVP aus dem Weltbild. Das macht sie damit. Das macht sie. So. Und noch einmal zur Erklärung, bei den Grünen habe ich es aufgegeben, an die ÖVP. Biologisch, ihr habt ja auch einige Wissenschaftler da, könnt ihr nachfragen. Biologisch gibt es männliches Geschlecht und weibliches Geschlecht.
und Frauen bringen Kinder zur Welt. So, das ist Biologie, das sind keine Fake News. Ich hoffe, die Wissenschaft kann mich unterstützen. So, möglicherweise wollt ihr aber, ich sage es jetzt einmal bewusst, in eine Zeit gehen, wo das vielleicht einmal hinfällig ist. Wo man ein Retortenbaby dann irgendwie aus irgendwelche Sachen zusammenmischen kann, mit KI ausstatten kann. Ist das die Vision, die ihr habt? So, Mutter, Vater, Kind, Männer, Frauen. Das wäre eigentlich die Idee gewesen, der Schutz der Frauen, der Schutz der Frauen und der Schutz der Kinder. Und das kübelt ihr. So, nicht lange, also ich kann noch eins, bevor der Minister das in Gang bringt, werden wir so viele Stimmen haben, dass wir das aufrechterhalten. Das kann ich allen Frauen draußen versprechen. Geben Sie uns bitte die Stimme, wir werden diesen Mutter-Kind-Pass für Frauen erhalten. Selbstverständlich, wenn jemand will, freiwillig einen App anbieten, spricht nichts dagegen. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Ihr zerstört die Wahlfreiheit auf allen Ebenen. Ihr fahrt drüber. Eine Frau kann nicht entscheiden, Frau Kollegin Nessler. Eine Frau kann nicht entscheiden, ich will das haben oder den App. Das ist gestorben, es gibt nur mehr Elektronik. Nur mehr. Es gibt nur mehr elektronische Daten. Geschätzte Frauen, noch einmal. Wenn Sie es mir nicht glauben, schauen Sie die Stellungnahmen an, kann man im Parlament abrufen. Es ist eindeutig so, das geht ein bisschen unter, das, was da passiert, ist eine ideologische Veränderung in Österreich, wo Sie mitspielen von der ÖVP. Und ich hoffe, die Wähler werden auch die Rechnung präsentieren.